Jürgen Braun. Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Unmittelbar vor Weihnachten sendet die grün-linke Ampel ein verheerendes Signal in die Welt. Mehr als 300 Millionen verfolgten Christen wird gesagt, eure Probleme sind kein Thema für die Bundesregierung. Ich habe dem Beauftragten für Religionsfreiheit, Markus Grübel, hier vor einem halben Jahr meinen Respekt ausgesprochen. Dank für die geleistete Arbeit. Aber ich sagte schon damals, dass die Religionsfreiheit in der deutschen Politik keine Lobby hat, außer der AfD. Und jetzt kann es jeder sehen, die AfD hat wieder einmal Recht behalten. Die CDU kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie 16 Jahre lang Christenverfolgung kleingeredet hat. Sie hat den Begriff Christenverfolgung in den letzten Jahren sogar vermieden. Nur wir von der AfD prangern die Christenverfolgung offen an. Diese neue linksgrüne Regierung mit leichtem Gelbstich oder mit blass vergilbter Tönung interessiert sich gar nicht mehr für Christenverfolgung. Anfang November hat die Ampel überhaupt nicht reagiert, als die Veranstalter der Konferenz Christenverfolgung heute inständig baten, das Amt des Religionsfreiheitsbeauftragten weiterzuführen. Und der Koalitionsvertrag erwähnt das Amt auch mit keinem Wort. Sie wollten es stillschweigend abschaffen. Die verfolgten Christen können von einer Außenministerin Baerbock nichts erwarten. Aber die Anhänger der selbsternannten Völkerrechtlerin jubeln. Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Tja, wir als AfD wissen genau, was Sie damit meinen. Grüne feministische Außenpolitik bedeutet High-Fives mit islamistischen Massenmördern, bedeutet europäische Politikerinnen auf Delegationsreise in Kopftüchern, bedeutet Unterwerfung der Frau unter den politischen Islam. Die Religionsfreiheit wird nicht durch alte weiße Männer eingeschränkt. Die Religionsfreiheit wird heute vor allem durch Kommunisten und Islamisten eingeschränkt. Die sogenannte Gleichstellungskommission der EU hat eine Empfehlung vorgelegt, auf das Wort Weihnachten zu verzichten, weil es diskriminierend sei. So viel zu ihrer Christlichkeit und der ihrer EU-Kumpane aus Brüssel. Christen werden verfolgt, werden abgeschlachtet weltweit, gerade an ihren heiligsten Festen, gerade auch an Weihnachten und vor Weihnachten. Die neue Ampelkoalition wird für 300 Millionen verfolgte Christen zur Todesampel, unmittelbar vor Weihnachten. Auch wegen der Todesampel, Herr Braun, muss ich Sie auch noch mal bitten, auf die Wortwahl zu achten. Das habe ich vorhin gesagt, und das gilt auch für Ihre Fraktion wie auch für alle anderen. Aber jetzt begrüßen